Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Train Simulator 2022, der Dennis spielt das. Wir werden heute ein wenig U-Bahn fahren und das Ganze in Hamburg. Und wenn jetzt jeder dazu erstmal den Führerstand aktivieren, würde ich sagen, das Ganze geschieht hier. So, dann haben wir... müssen wir das hier mal so eben einstellen. Und zwar haben wir Zugnummer 42 1222, Zugnummer 01 und Fahrer-ID ist bei Weber. Dann machen wir einfach das und drücken da drauf. Damit können wir das bestätigen. Dann brauchen wir noch die Wagenbeleuchtung. So. Die wird die nochmal eingestellt. Genau. Hier, zack. Da können wir einmal draußen. Das stimmt soweit. U1. Das müssen wir hier auch noch Übernahme bestätigen. Zack. Das stimmt soweit. Das können wir so lassen. Versuchen das hier noch irgendwie. Das scheint nicht zu funktionieren. Was ist das hier? Pfeife brauchen wir nicht. Türen sind noch geöffnet. Hier gibt es auch nichts zu tun. Okay. Denke, wir sind abfahrbereit. Wir müssen eigentlich nur noch darauf warten, dass wir losfahren dürfen. Fragt mich bitte nicht nach Zugsicherungssysteme, da bin ich selber noch überfragt. Türen schließen, Ansage. Einsteigen bitte. Ah, sehr schön. Das funktioniert auch. Geil. Das braucht man nicht. So, Türen werden geschlossen. Steigen bitte. Dann können wir losfahren, würde ich sagen. Auf geht's. Nächste Station, Kikut. Versuchen wir da mal einigermaßen pünktlich zu sein. Noch dürfen wir nur 50, aber das wird sich gleich ändern. Nämlich jetzt auf 80. Wollen wir das natürlich auch ausfahren. So, das sieht relativ gut aus. Ui, jetzt muss ich aber bremsen. Leck mich am Arsch. Obwohl, das, ja, das haut eigentlich noch gut, haut das noch gut hin. Das ist gerade noch mal gut gegangen. Das kam jetzt doch relativ plötzlich. Aber wir sind pünktlich. Das ist doch sehr schön. Wunderbar. Öffne die Türen. Sehr, sehr schön. Das ist also unsere U-Bahn. Die ist ja neu rausgekommen bei Just Trains. Und machen jetzt mal schnell ein Foto, würde ich sagen. So.
Türen werden geschlossen. Und dann können wir aufschalten, würde ich sagen. Los geht's. Nächste Station, Schmalenbeck. Wunderschön. Wunderschön. Sind doch relativ nah die Stationen. Das macht das Ganze ein bisschen spannender, finde ich. Zwar nicht so ewig und 3 Tage unterwegs. Aber es ist bei U-Bahn ja eigentlich immer der Fall, dass die Stationen relativ nah sind. So, gleich 50. Schon mal ein bisschen hinbremsen. So, dann sind wir schon in Schmalenbeck. Sehr, sehr nice. Auch pünktlich, ich finde. Ah, da steht schon der Gegenzug. Wahrscheinlich auf uns gewartet. Ah, ziehen wir mal bis zum Ende durch. Ja, das dürfte genügen. Ach, wir haben sogar Kamera. Seht ihr das? Wie geil ist das denn bitte? Ah, jetzt fährt der Gegenzug ab. Schauen wir uns das mal für Kamera an, dass da drauf zu sehen ist. Ne, leider nicht. Leider nicht. Dann ist das auch kein Live-Bild. Oder ist das unser Zug? Soll gleich mal drauf achten. So, wie du sagst. Einsteigen bitte. Ah, das war jetzt ein bisschen spät. Egal. So, nächste Station. Ahrensburg. Ne, ist kein Live-Bild. Schade eigentlich. Auch wieder aus. So, wieder 80. War allzu weit, brauchen wir jetzt gar nicht aufschalten, weil die nächste Station ist schon in Sichtweite. Und wie gesagt, das ist, kam jetzt neu raus auf der Seite oder im Shop von Just Chains. Oder Just Chain. Und Kostenpunkt 36,95 €. Ich finde das gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Mal was anderes als immer nur Zug fahren. Also Fernverkehr und so weiter. Also ich finde sowas mal richtig schön. Mal ein bisschen U-Bahn fahren. Hatte ich lange nicht mehr. So, da wären wir schon in Ahrensburg. Zu kurz gefahren, was heißt das? Naja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich zu kurz gefahren, um das Ganze aufzuzeichnen. Oder wie? Oder warum? Wie verstehe ich das? Naja, egal. So, machen wir wieder unsere Ansage. Einsteigen bitte. So, Türen werden geschlossen.
Und dann geht's los. Nächste Station, Ahrensburg West. So, 50, 30. Direkt runter auf 30. So. Und dann wären wir schon in Ahrensburg West an Gleis, an Bahnsteig 2. So, da wären wir. Wunderschön, wunderschön. So, Türen werden geschlossen. Nächste Station, Buchenkamp. Da seht ihr die Stromschiene. Wunderbar. Wunderbar. Ach, jetzt dürfen wir 80. Da wollen wir natürlich machen. Gottes Willen. Dann wollen wir das natürlich fahren. So, mehr als 80 darf die auch gar nicht fahren oder wird die nicht fahren wegen diesem roten Punkt hier. Also ihr könnt auch ruhig voll aufschalten, da passiert nichts. Die ist auf 80 gedrosselt, sag ich mal. Und da könnt ihr dann ruhig voll aufschalten, 100%. So. Mm-hmm.
Wunderbar. Sehr schön angehalten. Perfekt. So, ein bisschen noch. Einsteigen bitte. Und Abfahrt. Nächste Station, Volksdorf. Richtig angenehm zu fahren, muss man wirklich sagen. Also ihr könnt voll aufschalten. Mehr als 80 fährt die Kiste nicht. Da könnt ihr ganz geschmeidig bis zum nächsten Haltepunkt fahren. Sehr, sehr nice. Schön, wie wir hier drüber gefahren sind und ach, geil. So, ich fährt ab, wir kommen an. So, auch das hätten wir geschafft. Steigen bitte. So, das würde mich jetzt mal interessieren, was da auf der Anzeige steht. Norderstedt Mitte U1 über Farmsen, Hauptbahnhof Süd, Jungfernstieg, Landhamburg, sofort. Ja, das tun wir. Da hat er vollkommen recht. Und zwar jetzt. Du Schande, ne. 60 ist ja hier. Ich habe einen Fehler gemacht. So. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht weggehen, das ist nicht animiert, aber das ist nicht so schlimm. Das ist über 80. So, nächste Station, Meyendorfer Weg. Also ihr habt es gelesen, wir fahren auch noch über den Hauptbahnhof. Das ist natürlich sehr nice. Vielleicht sehen wir dann auch noch ein bisschen Fernverkehr und Regionalverkehr, also den regulären Bahnverkehr, der dort zu finden ist. Wären wir schon am Meyendorfer Weg. Ah, ein bisschen können wir noch. Ganz im Bahnsteig stehen. So, da wären wir. Einsteigen bitte. Ach, diesmal hat's geklappt. Perfekt.
So, ihr habt's gehört, liebe Fahrgäste, einsteigen bitte, denn wir fahren jetzt ab. Nächste Station, Berne. Bisher sind wir alle gut, alles gut. Also da kommt noch einiges. 44 Stationen insgesamt. Also da haben wir ein bisschen was vor uns. So, da wären wir. Der fährt nach Ullstedt. So sieht es hier überhaupt erstmal aus. In Berne. Noch weit und breit nichts vom Hauptbahnhof zu sehen, ehrlich gesagt. So, wir dürfen. Felde, Farmsen, Trabrennbahn, Wandsbek. Ah, Hauptbahnhof kommt auch dann. Ich würde sagen, bis dahin fahren wir auf jeden Fall noch. Also der bremst auch gut, das ist wirklich richtig schön händelbar, muss ich ehrlich sagen. Also ist nicht so, dass man jetzt hier irgendwie, wer weiß, wie Fingerspitzengefühl haben muss, um am Bahnsteig zu halten. Also der macht das wirklich sehr, sehr gut, ist sehr, sehr leicht händelbar. Ihr seht selber, kommt immer relativ gut zum Stehen. Einsteigen bitte. Natürlich. So, es kommt. Danach kommt dann. Wir sind jetzt in Uldenfelden. Farmsen kommt jetzt. Trabrennbahn. So, es kommt Farmsen. Das sind alles Orte, die habe ich noch nie gehört. Alles rund um Hamburg. Da wird die
Betriebshalle sein, das Betriebswerk. Ihr seht da auch schon Straßenbahn drin stehen. Es wird dann hier dieses Betriebswerk sein, würde ich mal sagen. Wo die Fahrzeuge gewartet werden. Sehr schön. Einsteigen bitte. So, nächste Station, Trabrennbahn. Die U-Bahn, die fahren hier natürlich im Minutentakt. Ist ja logisch und deshalb treffen die sich auch sehr, sehr oft. So, da kommt schon Hamburg-Wandsbek als nächste Station dann. Nach der Trabrennbahn. Das hätten wir geschafft. So, als nächstes kommt dann Wandsbek. Alter Teichweg. Einsteigen bitte. Straßburger Straße, Wandsbeker Markt, Wandsbeker Chaussee, Ritterstraße, Wartenau, Lübecker Straße und Hauptbahnhof. Also bis Norderstedt ist schon noch ein ganzes Stück. Das werde ich auf jeden Fall nicht zu Ende fahren. Das ist schon noch ein ganzes Stück, wie ihr gesehen habt.
So, dann wären wir schon in Wandsbek. Und vielleicht, ihr kennt das ja, der eine oder andere wieder, der vielleicht in Hamburg wohnt. Oder um Hamburg rum, so in den Ortschaften, die wir hier so bisher durchfahren haben. Und kann mir dann in den Kommentaren schreiben, ob das wirklich alles so aussieht und ob das wirklich so ist. Das würde mich dann doch schon interessieren. So, schauen wir uns mal hier um. Schlumpf fährt er hin. Ah ja. Überhaupt Bonn auf Süd, Jungfernstieg, Kellingen, Husenstraße, Ohlsdorf fährt sofort, das stimmt. Der fährt über Bambeck, über Barmbek, Lübecker Straße, Berliner Tor und Hauptbahnhof Süd. Na denn. Nächste Station, Alter Teichweg. So, 50 fürs Erste, dann 70. Jetzt geht's unterirdisch weiter. Geht's unterirdisch weiter. Einsteigen bitte. So, danach kommt dann Straßburger Straße. Da sind wir dem Hauptbahnhof wohl gar nicht mehr so fern. Wären wir schon. War vielleicht doch ein kleines Stück zu weit. Egal. Jetzt auch nicht so tragisch. Einsteigen bitte. Geht eigentlich noch. Nächste Station, Wandsbek Markt.
50. Wären wir. Einsteigen bitte. Danach kommt dann Wandsbeker Chaussee. Ja, Wandsbeker Chaussee, Ritterstraße, Wartenau, Lübecker Straße, Loh, Mühlenstraße. Also noch 4-5 Stationen, dann wären wir da. Am Hauptbahnhof. Ist denn jemand schon von euch in Hamburg mit der U-Bahn gefahren? Schreibt es gerne in die Kommentare eure Erfahrungen, wie das alles war und ob das wirklich so ist. Also das würde mich echt interessieren. Erfahrungen aus erster Hand sind immer die besten Erfahrungen. Auch das hätten wir geschafft. Einsteigen bitte. 1, 2, 3, 4. 4 Stationen noch. Sind wir am Hauptbahnhof. So. Nächste Station, Ritterstraße. Beziehungsweise Stadtplan. Ihr könnt da irgendwas sehen. Ich nehme mich leider gar nicht. Straßenverzeichnis. Ich möchte einmal umschauen, Gottes Willen. Okay. Nee, das lassen wir mal lieber. Da kann ich gar nichts erkennen.
So, da hinten kann ich schon die letzte Station vor dem Hauptbahnhof sehen. Sehr, sehr schön. Einsteigen bitte. So, zwei Stationen und dann sind wir am Hauptbahnhof. Sehr nice. Zu spät. So, Lübecker Straße. Steht schon ein U-Bahn, wartet. Ausfahrt. Das ist übrigens die Passagieransicht. Um euch das auch mal zu zeigen, wie es hier so aussieht. So. Nächste Station, Lohmühlenstraße. Ach Gott, wir sitzen hier. Eieiei. Ein bisschen durch die Straße mal wandern. Auch nicht schlecht. Richtig nice. Ich organisiere Hamburgs Unterwelt. Oh Gott. Lohmühlenstraße. So, so. So, und damit fahren wir zur letzten Station unserer heutigen Fahrt, dem Hauptbahnhof Süd. Auch geiles Bild. Sehr, sehr nice. Und da wären wir am Hauptbahnhof. Leider unterirdisch.
So, wir öffnen die Türen und dann würde ich sagen, speichern das Ganze ab. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, dieser kleine Einblick in die Hamburger U-Bahn-Welt. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bleibt gesund, passt auf euch auf, bleibt mir treu. Ich wünsche euch von Herzen allen einen super guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt sauber, bleibt gesund vor allem. Passt auf beim Böllern. Es ist saugefährlich, ihr wisst das. Ja, kommt gut rein. Ihr hört mich dann im nächsten Jahr wieder, im neuen Jahr und mit einem neuen Video. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, Servus und Tschüss. Habt einen schönen Abend, habt eine schöne Nacht. Kommt gut rein. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Euer Dennis Spieters. Haut rein. Ciao, Servus und Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.